So, mein Video hier zurück zu meinem, und ihr seht, das da ist mein PC. Und zwar kam mal so manchmal in den Kommentaren, was für ein PC ich hier nutze, wie der ausschaut. Aktuell sieht er einfach, ja, so aus. Chaos pur, den habe ich jetzt eher vor, komplett auf Wasserkühlung umzusetzen. Aktuell hat er eher mehr die MSI All-in-One drinne. Und er wird, denn wenn dieses gute Ding hier reinkommt, da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Ja, die Pumpe ist noch ein bisschen schief. Ich glaube, wenn man so macht, ist sie gerade. Und da wird das ganze System dann später reinkommen. Und ja, ich hoffe, dass alles funktionieren wird hier. Dass es dann dementsprechend besser aussieht. Das ist nicht so mehr so ein Riesenklopper. Hat dann hier vorne auch wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, mal gucken, was dabei rauskommen wird. So, und so sieht es jetzt aus. Von der letzten Aufnahme, beziehungsweise von dem Einkart zu diesem, sind ein paar Tage vergangen, weil einfach noch die E3 läuft. Und so sieht das jetzt genau genommen aus. Leider ist auf der Seite, sprich da oben, der da, das, was da dran ist, da abgefallen, warum auch immer. Da läuft es rein, da läuft das, hier läuft es, da auch. Wo ich sagen muss, genau von dem Punkt zu diesem hier ist ein bisschen anders abgelaufen, wie es eigentlich wollte. Eigentlich sollte das gerade laufen, zack, runter, da hinein eigentlich. Hat aber der Grund, dass es nicht funktioniert. Ich habe vergessen, dass die Grafikkarte so lang ist. Und mein Handy soll die Fresse halten. Deswegen ist das jetzt all dementsprechend so draus geworden. Ich finde ja trotzdem, es sieht immer noch sehr schön aus. Es ist jetzt leuchtend schön in weiß, damit es schon hell ist. Was auch ordentlich ist, ist halt genau da. Eigentlich sollte der von links eigentlich auf die rechte Seite. Aber das sieht auch nicht schlecht aus, wenn es einfach mal so reinblubbert. Man sieht es dann so ein kleines bisschen da, denn wie das dann so das schön hochläuft. An diesem ein Kabel, was hier noch so hängt, ist ein Temperatursensor, und zwar genau da unten. Da sind jetzt gut 27 Grad für die Wassertemperatur. Das war mir persönlich ein bisschen wichtig. Was ich auch witzig finde, ist, dass es einfach mal unterschiedlich leuchtet. Dreht sich. Das ist manchmal auch nicht witzig, aber gut, egal. Geht da lang. Geht in den Kühler, CPU-Kühler rein, geht dann oben lang in den Kühler hier rein, geht dann in den Radiator, von den Radiator wieder da rein. Da, selbst da habe ich auch noch ein bisschen was hingepackt, das gute Stück da. Und wenn ihr euch denkt, irgendwas summt dann da so seltsam, das ist genau das Ding. Auf dem Teil ist ein kleiner Lüfter verbaut und der summt gerade, warum auch immer, vor sich herum. Und ich will in diesem Wasser noch etwas reinpacken, tatsächlich. Und zwar habe ich ja hier noch ein bisschen was. Das möchte ich gerne noch reinmachen. Mal gucken, wie sich das dann... Hoffentlich geht das alles gut hier. So. So. Ah, da verändert sich das da schon ein kleines bisschen. Na, muss glaube ich noch ein bisschen mehr hier. Wenn sich das richtig schön verändert, ja. So ganz langsam so, noch ein bisschen mehr. Da sieht man, dass so wieder sich da schon verändert. So, ja, das sieht doch. So. Das sieht doch erst noch was aus. Ja, so könnte das erstmal ruhig bleiben. Dann mache ich mal so. So kann das auch ruhig erstmal schön bleiben. Das läuft dann automatisch ein bisschen runter. Da. Na, kriegen wir das noch ein bisschen hin, dass man das dann sieht. Ja, so ein bisschen kann man hier die Flüssigkeit fließen sehen.
was eigentlich auch ziemlich geil aussieht. So, ich werde das Video dann ein bisschen rumschneiden, muss ich ja. Und vorne sieht das dann erstmal so aus. Deswegen, so wie es jetzt ist, gefällt es mir. Vielleicht ein bisschen werde ich noch ein bisschen weiter rumspielen mit der Farbe, dass ich ein bisschen dunkler noch mache. Aber das kann so bleiben. Und ich würde sagen, ja, hiermit werde ich das jetzt beenden. Da wird zwar noch kommen, und zwar noch dafür, für die Grafikkarte wird noch was kommen. Aber ja, wir sehen uns, haut rein und auf Wiedersehen.